Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch das Windrad-Cranny machen. Wie ihr seht, das sieht alles aus wie so ein kleines Windrad. Auch die Stäbchen, die laufen so ein bisschen in der Windrichtung. Deswegen Windrad-Cranny. Alle Materialien, die ich verwendet habe, die verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. So, fangen wir mal an. Das Grau, einmal das Patrol. Ich benutze die Gründel Lisa Premium Uni. Ein reines Polygon. Wir haben hier 50 Gramm auf 133 Meter. Eigentlich für die Nadelstärke 3,5 bis 4,5. Wir häkeln das Ganze aber mit der 5er Nadel. Das Patrol kommt jetzt farblich nicht so richtig zur Geltung, aber es sieht in Natura wirklich wunderschön aus. Wir beginnen mit dem Grau und schlagen eine Schlaufe an. Diese nehmen wir auf die Nadel und häkeln jetzt als allererstes 4 Luftmaschen. 3, 4. Diese 4 Luftmaschen schließen wir mit einer Kettmasche zum Ring und häkeln 2 weitere Luftmaschen. Jetzt haben wir hier unten so ein ganz kleines Loch. Ganz da unten ist es. In dieses kommt jetzt ein Stäbchen. Ein Stäbchen, wir machen einen Umschlag, stechen durch das Loch, holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen, holen uns den Faden, gehen durch 2, holen uns den Faden, gehen durch 2. Ein Stäbchen. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in den Ring. Zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen in den Ring. Zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen in den Ring. Zwei Luftmaschen und wir setzen jetzt eine Kettmasche in unsere Anfangsluftmasche, die mit den 2 Luftmaschen. Und zwar in die oberste Luftmasche. Jetzt häkeln wir uns mit 2 Kettmaschen in die nächste große Lücke. 1, 2 und haben damit Runde Nummer 1 abgeschlossen. Wir wechseln jetzt auf Patrol. Wir machen jetzt 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Diese 4 Luftmaschen machen wir jetzt mit einer Kettmasche in die große Lücke, wo wir gerade sind, fest. So. Wieder 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Diese 4 Luftmaschen machen wir jetzt in die nächste große Lücke fest mit einer Kettmasche. Wieder 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Mit einer Kettmasche in derselben großen Lücke festmachen. Halt, Kettmasche. So. Wieder 4 Luftmaschen. In der nächsten großen Lücke festmachen. 4 Luftmaschen. In derselben großen Lücke 4 Luftmaschen, in der nächsten großen Lücke 4 Luftmaschen, in der gleichen großen Lücke wieder 4 Luftmaschen. In der großen Lücke, wo wir angefangen haben, so, jetzt sieht das Ganze so aus. Sieht noch ein bisschen quer aus, aber wenn wir jetzt unsere Finger in diese Ecken setzen und ziehen die mal ein bisschen lang, erkennen wir schon, dass es immer noch ein Cranny ist und können das Muster schon erahnen. So, wir häkeln jetzt in diese
Vierer Luftmasche, die wir hier in der Ecke haben. Also sprich da, wo wir gleich sind, zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Jetzt gehen wir in diese Vierer Luftmaschenkette. Da reinsetzen wir jetzt eine feste Masche, ein halbes Stäbchen Umschlag, einstechen, Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen durch alle drei Schlaufen durch. Ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche. In die nächste Luftmaschenkette, drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. In die nächste Luftmaschenkette eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche. Nächste Luftmaschenkette, drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Und jetzt kommen die zwei Luftmaschen, eins, zwei und nochmal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. In die nächste Luftmaschenkette, eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen. Ein halbes Stäbchen, eine feste Masche und wieder in das kleine Öhrchen, drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, zwei, drei, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen, eins, zwei, in die letzte Luftmaschenkette eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie ihr seht, es wird langsam zum Windrad. Wir müssen uns jetzt mit Kettmaschen in die nächste große Lücke vorarbeiten. Also einfach immer oben an den Stäbchen entlang bis in die große Lücke. So, wenn wir jetzt in die Ecken reingehen und machen das Ganze mal ein bisschen gerade, sieht es so aus. Jetzt brauchen wir wieder Grau auf die Nadel. Zwei Luftmaschen für die Höhe. So, in die Ecke, wo wir jetzt drin sind, kommt jetzt ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Jetzt kommen vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. So, wir nehmen uns jetzt mal diesen kleinen Zwischenbogen zwischen den zwei Ecken vor, suchen uns da das Stäbchen raus, stechen da in den Kopf rein und häkeln ein Stäbchen. Vier Luftmaschen. In die nächste Ecke zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen.
4 Luftmaschen, wieder der kleine Bogen, Umschlag, wir suchen das Stäbchen raus, stechen da rein und setzen ein Stäbchen. 4 Luftmaschen, Rand, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Vier Luftmaschen und wieder in das Stäbchen von dem kleinen Bogen kommt ein Stäbchen. 4 Luftmaschen, hinten ran 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, nun wieder 4 Luftmaschen. Und in diese Umrandung, hier in diesen kleinen, dieses kleine Zwischenstück, wieder ein Stäbchen in das Stäbchen. 4 Luftmaschen. Und wir schließen diese Runde wieder ab mit einer Kettmasche in unsere Luftmaschenkette vom Anfang. Und haben damit unser Windrad abgeschlossen. Ihr seht diese Zwischenstäbchen, die wehen so, wie der Wind gerade weht. Also so in diese Richtung biegen sie sich. Deswegen der Name Windrad. Nun Faden abschneiden und vernähen und fertig sind wir mit diesem wunderschönen Granny. So, meine Lieben, ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ja, und ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.